Vorsicht, Gegner! Ja, von mir aus könnt ihr ein paar mehr wirklich schicken. Sie geben halt wenigstens noch einigermaßen Erfahrung. So 5 Stück sind ein Tick. Grob geschätzt 5 bis 6 Stück. Und da ist die nächste Abscheulichkeit. Also, nur der Gott der Dunkelelfen hat einen ziemlich komischen Geschmack, weil die Silber- oder Schattenweber, oder wie sie nochmal ganz genau heißen, leg mich jetzt bitte nicht drauf fest. Vorsicht, Gegner! Sind komische Wesen. Also dieses Ding hier. Ja, Spinne. Spinne allein ist ja schon schlimm. Havocs werden halt teuer werden. Selbst 5 Stück. Das sind 5 Todesritter ein bisschen billiger, oder wir gehen ganz aufs Kriegsherrn. Also Kriegsherrn und da. Ein paar Kriegsherren, ansonsten Assassinen und Schattenklingen und der Rest halt Hexer und Hexenmeister. Meister, das Gebäude ist fertig. Bei Aria ist jetzt nicht ganz so das Problem. Alles, was ihr wünscht. Das ist leicht. Meister? Ich eile, Meister! Alles, was ihr wünscht. So, jetzt kommen die 2 Gebäude, ne? Ich gehorche, Meister! Habt Geduld, Meister! Wie kann ich dienen? Danke. Was verlange ich dir? Ja, Meister. So, wenn die gebaut sind, können wir mit der Truppenaushebung beginnen. Wie gesagt, so 10 Kriegsherren dürften wir zusammenkriegen. Der Rest dürfte dann knapp werden. Außer wir finden halt außerhalb noch irgendwo Mondsilber. Ihr habt mich beschworen, flieht von mir. Ja, vor dir möchte man am liebsten auf ihn. So kann ich euch, konnte ich euch aber auch wenigstens der Vollständigkeit halber noch in Order of Dawn den Dunkelelf-Titan. Oh, das gefällt mir schon eher an Gegnern. Vorsicht, Gegner! Kommt ruhig hierher. Da kommt die nächste kleine Gruppe. Die Linien müssen halten. Die Linien müssen halten. Das Gute ist, ihre Anzahl wird nur größer, aber nicht ihre Häufigkeit. Hier kommt euer Untergang. So, hier kann ich das upgraden. Nur macht uns stärker, Meister. Die brauchen noch ein bisschen. Kann aber schon mal mit den ersten Kriegsherren anfangen.
Nicht jetzt, sie bereits. Nicht jetzt, sie bereits. So, so geht's mal dahin. Meister, das Gebäude ist fertig. So, alle Upgrades wurden gemacht. Ja. Und ja, unsere Mozilber-Vorräte sind... Finito. Das war wirklich alles, was wir gerade rausholen konnten. Okay, das sei jetzt nur ein kleiner Angriff. Eher witzig. Der da ist schon eher ernst zu nehmen. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! Das ist ein Hinterhalt! Utraner Meisterboss und dunkle Beinkleider. Kriegsherren brauchen noch verdammt lang zum Ausbilden. Hey, wir haben wieder etwas mehr Mondsilber. So, dann binden wir mal 10 Hexenmeister aus. Hey, die gehen um einiges schneller. Wir sind der Tod. Sehen aber auch interessant aus. Also ich glaube, so eine Einheit haben wir bis jetzt noch nirgends gesehen. Für die Macht Nors. Für die Ehre. Also ja, so 30 Nahkämpfer, 40 Fernkämpfer, so sagen wir 20 Hexenmeister und 20 Hexer sollten eigentlich mehr als ausreichend sein.
Oh, schön, es kommen langsam immer mehr Gegner auf einmal. Also ja, netterweise haben wir zwischen den Angriffen immer mehr als genug Pause. Das heißt, es gibt nicht so viele Spawner, die pissed auf uns sind. Was das Ganze recht einfach macht, fast schon trivial. Meister! Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Wir sind der Tod! Wir werden angegriffen! Ja, langsam aber sicher. Also wenn wir hier bei halb sind, wage ich mal einen Vorstoß. Könnte also noch eine Weile dauern. Wir müssen eh noch warten, bis wir insgesamt noch 4500 Nahrung zusammen haben. Also jetzt noch 3250. Könnte einen einzelnen Havoc ausbilden. Na komm, machen wir das mal. Ja, Orks wäre echt leichter, weil Lenia gibt's hier ein bisschen. Hier noch genug. Und ja, Aria ist, wie man ja sieht, auch nicht das Problem. Das Problem ist Mondsilber. Ja, die nächsten fünf. Kleine Gruppe. Ja, die spawnen halt immer hier. Die Linien müssen halten. Todesweber. Oh, jetzt. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Komm, neue Einheiten. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Runenkrieger, zu mir! Schickt mir ruhig mehr Todesweber, hab ich nichts dagegen. Also ja, vielleicht kann ich 5 Havocs zusammenziehen.
Lasst uns kämpfen. Gebt euren Befehl. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Vorwärts, Krieger! Ja, der Havoc hat jetzt auch ein Schild statt zwei... Achso, der hat jetzt ein Schild zu den zwei Klingen. Habe ich dem Havoc irgendein Upgrade gegeben? Ah, da. Havoc und Todesritter. Oh, nächstes Upgrade. Ja. Dann rufen wir mal Hexer. Aber ich sehe gerade, es wird mal wieder Zeit zu speichern. Dieses Mal das normale Let's Play. Ja. Und dann machen wir ja erstmal einen Cut. Bis gleich.